Wir haben hier in der Redaktion unseren ausgewiesenen Verkehrsexperten Christopher Dies. Wenn es um Ampelschaltung oder Elbtunnelröhren geht, weiß er echt Bescheid. Und auch heute hat er für uns ein Thema in Sachen Verkehrsregelung vorbereitet. Es geht um die Gefahren, denen ein Fahrradfahrer im Allgemeinen auf Hamburgs Straßen ausgesetzt ist. Vor allem, wenn kein Radweg vorhanden ist oder er dort schnell mal übersehen wird. Auch die Rot-Grün-Koalition in Altona hat sich mit diesem Gedanken befasst und plant einen Fahrradstreifen auf der Straße. Doch ist das wirklich sicherer? Täglich passieren rund 40.000 Autofahrer die Elbchaussee. Ein Umstand, der es den etlichen Fahrradfahrern nicht zugutekommt. Zumal es weder auf dem Bürgersteig noch auf der Straße markierte Radspuren gibt. Die neue Koalition hat Pläne. Also es gibt jetzt die Überlegung im Bezirk in Altona, von den Bezirkspolitikern und Politikerinnen erarbeitet, dass man auf der Elbchaussee einen Radstreifen anlegt. Das ist ja eine Straße, die mit überbreiten Spuren arbeitet, zum Teil so eine unechte Zweispurigkeit. Also es wird so ein bisschen nebeneinander gefahren von Autofahrern, ohne dass die Breite das ganz hergibt. Und gleichzeitig ist dazwischen schon auch erheblicher Radverkehr. Und der könnte wesentlich sicherer fahren, wenn hier ein Fahrradstreifen angelegt wäre. Das würde also natürlich auch eine attraktive Verbindung für die Menschen, die in Blankenese oder den Stadtteilen dazwischen wohnen, sein, um mit dem Rad in die Stadt zu kommen. Radstreifen in Hamburg sind bislang eher die Seltenheit. So wie hier in der Richardstraße in Eilbek. Der Allgemeine Fahrradclub Deutschland setzt sich für bessere Bedingungen für Alltagsfahrer in Hamburg ein. Radstreifen gestalten das Fahrradfahren zügiger und vor allem sicherer, wie Merja Spott vom ADFC weiß. Der Autofahrer oder der Lkw-Fahrer muss den Radfahrer sehen können. Das ist sozusagen das Entscheidende. Und die Hauptunfallursache zwischen Radfahrern und Autofahrern sind oft diese Abbiegeunfälle. Und die kommen eben dadurch zustande, dass der Autofahrer entweder nicht guckt, was durchaus natürlich auch mal passiert, aber oftmals den Radfahrer auch nicht sehen kann, entweder wegen des toten Winkels oder wegen irgendwelcher Bäume, Straßenmobiliar, sonstiges. Auf der Elbchaussee gibt es weder einen Radweg noch einen Radstreifen. Für Fahrradfahrer ist teilweise kaum Platz. Ein Vorteil sozusagen auch für das Fahren auf der Fahrbahn neben den Sicherheitsaspekten ist halt auch, dass man relativ kostengünstig und schnell gute Lösungen für den Radverkehr zur Verfügung stellen kann. Also das Problem ist mit diesen baulichen Radwegen, die müssen alle restauriert werden, instand gesetzt werden. Das wird so viel Geld kosten, was die Stadt Hamburg auch nicht hat. Technisch ist der Schutzstreifen realisierbar. Dafür müssen die Kreuzungen fahrradgerecht umgebaut werden. Zwischen dem Altonaer Rathaus und dem Anleger Teufelsbrück ist er geplant. Also da müssen sehr viele Beteiligte mitwirken. Es müssen mitwirken einerseits der Bezirk, der ja jetzt gesagt hat, er fände das eine interessante Idee. Dann muss der Senat mitmachen mit den verschiedenen beteiligten Behörden. Die Polizei insbesondere hat dann Wort mitzureden und muss da sicherlich überzeugt werden. Und dann muss die Finanzierung hergestellt werden. Und das ist natürlich keine ganz einfache Angelegenheit, weil wir ja schon eine ganze Reihe von Radverkehrsplanungen haben. Circa 6 Radstreifen gibt es in Hamburg. Für die Fahrradfreundlichkeit der Stadt zu wenig. 12% Radverkehrsanteil hat Hamburg. Für eine Großstadt viel, doch im Vergleich zu Radhochburgen wie Münster ziemlich wenig.